Ja, hallo liebe Videofreunde. Wir stehen in Geisingen. Wir sind gestern noch bis nach Geisingen gefahren. Vorher waren wir noch beim Timo in Überlingen und haben uns dort ein paar Sachen abgeholt. Timo, hatten wir ja schon ein bisschen erwähnt, ist der Inhaber von der Firma Stil.de und ja, er entwickelt halt so Zubehörsachen für Kassenwagen, die genial sind, die man nicht unbedingt braucht zum Überleben, aber wenn man sie hat, möchte man nicht mehr darauf verzichten. Und weil wir sowieso daran vorbeigefahren sind, haben wir gesagt, wir fahren gleich vorbei und holen uns schon mal drei kleine Sachen. Also die zeigen wir euch später, weil wir jetzt leider keine Zeit mehr haben. Wir müssen los. Ich will euch aber noch schnell den Stellplatz hier in Geisingen zeigen, weil der scheint wohl sehr bekannt zu sein und auch sehr beliebt zu sein. Der ist wirklich sehr schön, sehr ordentlich. Und deswegen möchte ich euch den noch mal schnell vorstellen, bevor wir losfahren. Ja, der Stellplatz hier ist sehr, sehr groß. Es sind immer so Schotterparzellen. Da passen zwei Wohnmobile rein. Laufen wir noch ein bisschen hier lang, dann seht ihr das noch. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Plätze es gibt, aber da steht sicherlich auch auf der Seite oben. Passen immer zwei Wohnmobile in diese Parzelle. Ihr habt Strom. Der Strom kostet 1 Euro für 2 Kilowattstunden. Also ist auch ganz annehmbare Preise hier. Und die Übernachtung kostet 9 Euro. Ich laufe mal mit euch vor. Ja, und da hinten stehen wir. Und ich bin jetzt hier vorgelaufen, also es ist nicht weit. Und hier habt ihr dann die Entsorgungsstation. Wasser kostet 1 Euro 100 Liter und dann habt ihr hier den Automaten. Ja, und dann habt ihr, zahlt ihr, das wollte ich euch mal zeigen, weil das finde ich also sehr angemessen, ein Tag 9 Euro, zwei Tage, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, weil es spiegelt sich hier ein bisschen, zwei Tage 17 Euro, drei Tage 24, vier Tage 30. Eine Woche 35 Euro. Leute, da kann man überhaupt nichts sagen. Also das ist ja wirklich völlig angemessen, der Preis, und in Ordnung. Ja, und hier habt ihr dann so Informationen über die Umgebung hier, was ihr alles machen könnt. Eine Bücherkiste, wo man Bücher austauschen kann. Liegt auch was drin. Und Zeitschriften kann man hier hinterlassen, und hier gibt es noch eine Kiste für Anregungen, Tipps und Kritik. Wir haben keine. Der Platz gehört zu den Top-Plätzen 2021. Der ist also auch gut besucht, das merkt man. Ja, und hier habt ihr halt die Entsorgungsstation für Müll. Auch schön getrennt, alles ordentlich, alles sauber. Ja, und mir ist heute wieder ein Missgeschick passiert. Weil ich habe gestern Abend aufgeräumt, endlich mal ein bisschen Ordnung im Wohnmobil geschafft und habe aus Versehen den Parkzettel weggeschmissen. Jetzt kam heute früh der Kontrolleur und ja, wir hatten keinen Zettel im Auto liegen, und dann fiel mir ein, dass ich gestern Ordnung gemacht habe. Denke ich, oh, der ist bestimmt im Müll, und den Müll hat man gerade weggebracht. Und dann ist Michael hier vorne, hat gesagt, er muss noch mal den Müll rausholen. Dann hat er dann gesagt, nein, das müssen Sie nicht, er glaubt uns, und wir haben dann braucht nicht noch mal zu bezahlen. Ja, so passiert's. Gestern Ordnung geschaffen, weil es sah ja auch mal ein bisschen wüst aus bei uns im Wohnmobil. Jetzt nach den Wildcampentagen musste mal ein bisschen Ordnung und Sauberkeit her, und ja, da ist der mit weggeflogen. Das ist wieder so typisch. Ja, jetzt geht es weiter, und zwar fahren wir jetzt zum Jürgen Weiß Firma Weißwerk, ich vergesse immer den Ort, ich schreibe den euch unten rein. Da fahren wir jetzt hin, und da wollen wir ja wegen einem Stausystem schauen für unsere Garage. Und wir haben den Jürgen ja schon vor ein paar Jahren kennengelernt auf einer Messe, er ist schon recht lange her, schon eine Weile her. Haben immer den Kontakt gehalten, äußerst sympathischer Mensch, hat sich selbstständig gemacht mit der Geschichte. Und jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wenn wir von der Schweiz zurückfahren, ist es ein kleiner Umweg, nicht so ein großer, weil ansonsten ist es von uns halt wirklich sehr weit. Und dann haben wir gefragt, ob er da ist, und hat er gesagt, ja, und dann fahren wir jetzt dahin. Und die Sachen, die wir gestern beim Timo geholt haben, die zeigen wir euch dann später. Also, ne, jetzt geht's los,
und bis später. Ciao. Hallo liebe Videofreunde, wir sind schon wieder auf einem Stellplatz, sogar auf einem schönen Stellplatz, und zwar sind wir in Wernau. In Wernau, in der Nähe von Stuttgart. Wir haben noch einen Tag verlängert. Wir reizen wirklich alles bis zur letzten Minute aus. Aber der liebe Jürgen Weiß hat es möglich gemacht, dass er uns das Auszugssystem für unsere Garage sofort einbaut. Morgen. Ja. Also es ist morgen fertig. So. Und dann haben wir uns überlegt, also er hat uns das dann angeboten, weil es ja doch für uns recht weit ist, hierher zu kommen. Und dann hat er das möglich gemacht und hat uns das angeboten, das fertig zu machen bis morgen. Na, und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir noch einen Tag, weil Michael hat ja morgen noch frei, aber übermorgen muss er halt wieder arbeiten. Und eigentlich wollten wir ja heute noch so einen, also morgen einen Ruhetag einlegen, aber das nehmen wir jetzt natürlich gerne in Anspruch und freuen uns darüber sehr. Ja, er baut uns das ein, das was morgen dann Mittag abholen kann. Ja. Ja. Und wir konnten das leider nicht filmen, weil er nämlich an einer Art Umzug ist. Ja. Mit seiner Firma. Er will sich auch ein bisschen vergrößern und sucht noch die dementsprechenden Räumlichkeiten. Und von daher konnten wir das jetzt nicht filmen. Aber wir zeigen euch natürlich das Auszugssystem, wenn es fertig ist. Und wir freuen uns. Ja, klar. Endlich ein bisschen Ordnung in der Garage. Das ist nämlich schon immer anstrengend, das Ganze raus- und reinräumen. Und von oben kommt man auch nicht so gut dran. Ist doch sehr schwer, die Betten hochzuheben. Und mein Bett noch schwieriger, weil das Prodi-System drunter ist. Das lässt sich dann nicht mehr so gut kippen. Also, ich freue mich. Aber wir wollen euch jetzt noch mal vom Timo ein paar Sachen zeigen, die wir uns noch gestern geholt haben auf dem Rückweg von der Schweiz. Sind wir ja bei Timo vorbeigefahren in Überlingen, bei der Firma, so wird es geschrieben, Stil. Und haben uns ein paar Kleinigkeiten geholt. Auf seiner Webseite gibt es natürlich jede Menge Inspiration, die ihr euch da holen könnt, was man alles so bei ihm bestellen kann. Und ich habe das auch bei uns in dem Amazon links unten verlinkt sozusagen, so dass ihr da nur draufklicken braucht und eigentlich schon dann auf dem Produkt seid, wenn ihr das möchtet. Aber ihr könnt euch auch gerne seine Seite anschauen und dort nochmal stöbern, weil er da doch etwas mehr im Angebot hat als auf Amazon. Ja, also wir haben, der Grund, warum ich gestern unbedingt sofort vorbeifahren wollte, ist dieses Teil. Nein, das ist nicht dieses Teil, warte, das etwas kleinere. Ja, was ist das? Ich habe ja die Produkte vom Timo so beschrieben, dass ich sage, man braucht die nicht unbedingt lebensnotwendig, aber wenn man sie hat, möchte man nicht mehr drauf verzichten. Ja. Das kann man wirklich so gut beschreiben. Und zwar ist das, wir packen es mal aus. Achtung, klebt. Eine ganz kleine Geschichte. Und wo kommt die hin? Das werden wir euch jetzt zeigen. Da kommt ihr nämlich nicht drauf von alleine. Hm. Ja, das hier ist ja drinne. Drinne. Thank you.
ungefähr, würde ich mal sagen. Ja. Last but not least. Und ne. So. Fertig. So. Und dann macht man das tagsüber ab. Da kann man es ja so lassen. Und abends klappt man das ran. Und dann hat man da Ruhe. Wunderbar, total abgedichtet. Also auf die Idee zu kommen, ja. Das ist eigentlich auch eine richtig coole Sache, ne? Ja. Einmal frei. Super, ich freue mich. Ich habe jetzt dunkel in der Nacht. Coole Geschichte. Ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit so ein Tape davor geklebt gehabt. Das ging auch, aber unten drunter guckt trotzdem immer noch ein bisschen das Licht raus. Michael sieht das ja nicht so, weil er ja direkt dahinter schläft, aber mich strahlt das halt an. Das war mit dem Tape auch schon schön, also besser, nur nicht schön, so wollte ich sagen. Und das ist jetzt eine schöne, saubere Sache und sieht ordentlich aus und man hat kein störendes Licht mehr. Ja, das hat mich ja von Anfang an verwundert, dass man das so handhabt und da auch nicht eine Firma vielleicht selber drauf kommt, dass man das ein bisschen vielleicht irgendwie abdunkeln könnte, damit das nicht so störend ist. Auch noch blaues Licht, was ja sowieso ein bisschen belebt. Also das war der Grund, wo ich gesagt habe, das will ich haben. Das will ich sofort haben. Und der zweite Grund war dieses Teil. Nein, ich zeige euch erst das andere, aber dafür müssen wir rausgehen. Ja, dann haben wir uns noch so ein kleines Teil gekauft. Und das ist ein Schlüsselanhänger. Wo haben wir unseren Schlüssel? Da werden wir noch ein Plätzchen suchen. Wir haben schon mal geguckt. Und dann kann man das rankleben. Schlüssel rein. Und dann ist ja egal, wo ihr den haben wollt. Dort, dort oder wo auch immer. Da drüben über der Fahrradtür. Und dann hat man immer Ordnung und er hängt irgendwo und man muss den Schlüssel nicht suchen. Das ist für uns schon mal eine ganz gute Geschichte. Wir suchen nämlich gerne und viel. Also auch eine sehr, sehr cooles Teil, kleines Feature und große Wirkung. So, und das Teil, das haben wir beim Kai gesehen. Das haben wir schon letztes Mal beim Kai gesehen. Und das ist auch ein richtig cooles Produkt. Und zwar ist das eine Kleiderstange und die hängt man einfach draußen in die Schiebetürvorrichtung rein. Und dann kann man nämlich hier Sachen aufhängen, wenn man mal was gewaschen hat. Hier steht es natürlich dabei, wie viel man in welche Richtung aufhängen kann. Bis zum Ende, glaube ich, 3 Kilo, sehe ich das richtig? Maximale Belastung sind 3 ja. Kilo. Hier sind 2 und dort vorne natürlich 1. Und aber wir haben zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt da bei dem Feuer gesessen haben und schön eingequalmt worden sind, kann man das gut den nächsten Tag raushängen und kann seine Klamotten auslüften. Ja. Wunderbar, also wir zeigen euch das jetzt mal. So, dieses Teil wird einfach hier eingehangen. Fertig, dann sitzt das in dieser Schiene. Ihr könnt die Tür auch ziemlich weit nach hinten machen, zwar nicht ganz so, aber bis weit nach hinten könnt ihr also offen haben. Ja, und hier könnt ihr halt einfach was ranhängen, Jacken ranhängen. Ich hänge mal gerade. So. Oder mit Bügel, wenn ihr was gewaschen habt, könnt ihr ranhängen. Hier steht auch, wie man es belasten soll. Also ihr dürft hinten, wenn ihr es bis hinten belastet, bis 3 Kilo. Und wenn ihr nur vorne was ranhängt, dann nur 1 Kilo, in der Mitte 2 und hinten bis 3 Kilo. Und das reicht für eine Jacke oder für 2-3 Pullover allemal aus. Also eine richtig gute Idee steckt da dahinter und davon hat der Timo sehr viele von diesen Ideen. Als wir jetzt unterwegs waren zum Beispiel, hatten auch die ganzen Vans
so kleine Ablagetischchen. Ich habe das, glaube ich, einmal gezeigt dort. Da standen mal Getränke drauf, Flaschen oder auch Teller. Das sind wie so kleine Ablageflächen, Tabletts sozusagen. Die werden hier ran gemacht an den Wänden mit Magnete auch. Und die halten alles, also die halten Flaschen, alles aus. Und da kann man gut, wenn man draußen zum Beispiel steht in der Runde oder gemütlich sitzt am Grillen, kann man da was abstellen oder kann sich unterhalten, kann nebenbei was draufstellen, kann draußen mal einen Kaffee trinken und muss nicht den ganzen Tisch ausklappen. Und also das ist auch so eine richtig coole Geschichte, die hatten wirklich alle dort dran gehabt. Und dann macht er halt noch ganz viel Kleinigkeiten, also die eine große Wirkung haben. Für Omnia macht er Einlagen, Silikoneinlagen, Gitter, Zahnbürstenhalter, Magnettafeln. Und an die Magnettafeln könnt ihr dann alles ranmachen, von Blumentöpfen über Gewürzregale, über alles Mögliche. Man hat, was hat er noch? Zebra-Rollenhalter. Also, ja, ganz viele. Er hat auch für AdBlue einen Verschluss, damit der Tank nicht aufgemacht werden kann vom AdBlue, weil der ja nicht abschließbar ist. Da hat er auch sowas konstruiert, damit der Tank eben geschlossen bleibt. Und ja, für den Omnia zum Beispiel auch so ein Holzsteinchen, was man in die Mitte reinlegen kann, wenn man zum Beispiel was einfüllt, was man nicht dann daneben gießt und das alles praktisch verschmutzt, was dann leicht anbeckt. Und da, das sind so kleine Ideen, die eine große Wirkung haben. Schaut doch einfach mal auf seiner Seite vorbei und guckt mal rein. Ich würde euch bitten, also das wäre ganz lieb, wenn ihr mal was bei ihm kaufen solltet, sagt doch einfach, dass ihr über uns darauf gekommen seid. Es geht nur einfach darum, dass man mal merkt, wie sich sowas eben verbreitet und rumspricht. Da ist nichts irgendwie mit Beteiligung etc., sondern einfach nur... Ja, es wäre halt schön, wenn ihr das sagen könntet, dass ihr durch unsere Seite drauf gekommen seid. Da freuen wir uns halt eben auch, wenn wir den Timo damit unterstützen. Das ist nämlich ein total fleißiger, junger, netter, lieber Kerl. Tolle Familie und immer sehr hart gearbeitet und fleißig und sowas muss man halt einfach auch unterstützen, finde ich. Machen wir halt gerne. Deswegen wäre es schön, wenn ihr uns da vielleicht erwähnen könntet. Ja, liebe Videofreunde, wir sind hier in Bernau. Wir wollten euch noch mal zeigen, wie wir hier gestanden haben und euch den Stellplatz ein bisschen zeigen. Michael fährt jetzt los, der will noch Wasser auffüllen und ich zeige euch noch den Stellplatz. Ja, der Stellplatz ist sehr schön, groß, sauber. Ja, und ihr habt auch die Möglichkeit hier für Fähr- und Entsorgung. Und der Stellplatz ist also wirklich schön groß. Man steht nicht so eng aufeinander. Also wirklich ein schöner Stellplatz. Na klar, bei dem Wetter ist alles eigentlich auch schön, aber es ist wirklich ein schöner Stellplatz. Ja, Michael fährt jetzt zur Entsorgungsstelle und will nochmal Wasser auffüllen. Bevor wir losfahren, man bezahlt hier, ich gehe noch mal gucken, dass ich nichts Verkehrtes sage. Ja, man bezahlt für ein Reisemobil pro Tag 10 Euro, zusätzlicher Anhänger 2,50 Euro, zusätzlicher Pkw 2,50 Euro, Wasser wie immer 1 Euro 100 Liter und die Entsorgung ist kostenlos. Ja, wenn man hier übernachtet. Ansonsten 2 Euro für die Entsorgung, finde ich auch völlig in Ordnung. Und Strom 3 Euro pauschal. Ja.